Hallo und herzlich willkommen bei Gaustausch Podcast Nummer 197. 197. Und wir haben jetzt eine Premiere. Wir machen jetzt etwas, was wir noch nie gemacht haben. Nämlich, wir machen einen zweiten Vorschau- bzw. Vorfreuden-Podcast zu einem Spiel. Das stimmt, das haben wir noch nicht gehabt. Nämlich zu Death Stranding. Ja, der Grund aber dafür ist ja auch, abgesehen davon, dass uns mehr darauf dieses Spiel freuen, dass, wo wir den ersten Vorfreude-Podcast zu Death Stranding gemacht haben, hatten wir längst noch nicht so viel Informationen, wie wir jetzt zu Death Stranding haben. Da haben wir eher gemutmaßt. Richtig. So. Und jetzt kann man sagen, wir wissen jetzt, was es ist. Genau. Wir wissen so ungefähr, was mit der Story los ist. Wir wissen ungefähr, was mit den Charakteren los ist. Und vor allem, wir wissen, was zur Hölle das Gameplay eigentlich ist. Ja, denn es gab auf der Tokyo Game Show mehrere Trailer. Einen 15-minütigen, der sich einfach nur damit beschäftigt hat, was für Quatsch man alles im Locker-Room machen kann. Ja. Ein Story-Trailer, der wirklich die Mission erklärt, die man hat. Mhm. Und 50 Minuten Gameplay. Ja. Von Kojima selbst zusammengeschnitten und kommentiert. Ja, und das haben wir uns angesehen. Du auf Japanisch. Genau. Weil am Anfang gab es das nicht mit englischen Untertiteln. Genau. Ich habe es mit Untertiteln gesehen. Und weiß deshalb auch noch ein bisschen mehr, was da eigentlich gerade so abgegangen ist. Genau, aber ich habe die ganzen Bilder noch so im Kopf. Ja, und man kann dabei bleiben, das ist einfach ein Spiel, was funktionieren kann, aber nicht muss. Aber in jedem Fall, ich riesen Respekt davor habe, dass man so ein Unterfangen überhaupt probiert. Das ist auf jeden Fall, ja. Und ich habe das gesehen und dachte so danach, das ist tatsächlich ein neues Genre. Ja, er schafft hier gerade ein neues Genre, ja, so wie er es angekündigt hat. Es ist halt, finde ich, so von nach allen Informationen so eine Mischung aus diesen ganzen großen Open World Survival Games, wo du, also was ich hier Rust oder so Forest oder irgendwie sowas, wo du halt deine Basen bauen kannst und die Welt sozusagen dir untertan machst und alles gestaltest, wie du halt möchtest, so dem Motto. Aber halt eine richtige Story, also ein Rollenspiel halt noch dazu. Weil das ist ja wirklich das Faszinierende, wo ich wirklich extrem drauf gespannt bin, wie gut das dann alles am Ende funktionieren wird. Dieses Ding, dass man ja durch diese Welt läuft und wenn man halt irgendwo zum Beispiel eine Leiter oder eine Schlucht irgendwie liegen sieht, dann ist die halt wirklich mal irgendwann von irgendeinem Spieler da zurückgelassen worden, damit andere Leute dann halt diesen Weg auch rübergehen können, dass wenn die keine Leiter dabei haben. Und das geht halt so weit, dass man zum Beispiel auch Autobahnen oder sonst irgendwas basteln kann. Genau, aber dazu kommen wir später noch genauer. Erstmal wollen wir ein bisschen klären, worum geht's denn. Beim letzten Mal haben wir gesagt, gemutmaßt, okay, es gibt irgendwie die Welt und es gibt die andere Seite. Genau. Und irgendwas muss irgendwer mit irgendwem verbinden. Aber was genau, keine Ahnung. Offenbar rennt man durch dieses Spiel und ist ein unterbezahlter Postbote. Paketbote. Wenn man es mal genau nimmt, ist man das immer noch. Ja, aber jetzt wissen wir, warum man das ist. Richtig, das stimmt. Wir sind nämlich Sam Porter, so heißt unser Hauptcharakter, gespielt von Norman Reedus. Ich finde es gut, dass du dich über die Namen merken kannst. Ja. Die Grundlage der Story ist, es gab irgendwann eine große Katastrophe. Ich glaube, die ist auch immer noch nicht genau benannt. Was? Im Trailer hieß es halt, es gab eine Explosion, dann gab es noch eine und dann gab es die letzte Explosion. Genau. So, aber man weiß immer noch nicht genau, was ist passiert, warum ist das alles so. Und die USA wurde im Prinzip komplett auf Prä-Zivilisation zurückgesetzt. Ja. Also weite grüne Flächen, erinnert auch alles irgendwie mehr an Irland als an die USA. Ja, das stimmt. Aber ja, es ist halt wirklich sehr Postapokalypse, nur in grün. Ja. Gut, und man hat noch nicht alle Gebiete gesehen. Das kann natürlich sein, dass man auch durch die Wüste läuft. Also man hat gesehen, es gibt auch noch andere Biome. Terras, aber genau, Biome, genau. Hoffentlich kein Unterwasserbiome. es gibt zwar noch Zivilisationen und Communities und so, aber die sind halt alle voneinander getrennt. Die haben keinen Kontakt mehr zueinander und sind halt völlig voneinander abgeschottet. Das heißt, die USA wurde wirklich ins prädigitale Zeitalter zurückgesetzt. Genau. Und außerdem wird die Welt nun heimgesucht von sogenannten BTs. Ja. Das sind unsichtbare Wesen. So geistermäßig. So geistermäßig. Davon gibt es auch unterschiedliche. Also manche hängen so an der Luft, an so einer Art Nabelschnüren. Genau. Haben auch in einem Trailer schon gesehen, dass die auch mal mit einem riesigen Ultraviech verbunden sind. Gibt aber auch welche, die sich eben über den Boden bewegen und eben auch ganz riesige. Und die machen Jagd auf Menschen. Warum, weiß man auch noch nicht so genau.
Und noch dazu gibt es seit dieser Katastrophe den sogenannten Timefall. Genau. Das ist ein Regen, der alles, was er berührt, in rasender Geschwindigkeit altern lässt. Genau. So. Außer man hat halt Schutzkleidung dagegen. Und ja, besagter Sam wird von Die Hard Man kontaktiert und trifft auf Amelie, das ist die Tochter der Präsidentin. So, die hat man auch in einem Trailer schon gesehen, die Präsidentin ist offenbar sehr krank und stirbt. Und zu der hat man offenbar eine starke Verbindung. So, und sagt ihr, ja, die USA sind einfach am Arsch. Also selbst wenn wir was versuchen, was soll das noch bringen? Und Amelie, hat man in diesem Trailer erfahren, ist halt, habe ich es mir so verstanden, die Tochter. Und die hatte es sich halt zur Aufgabe gemacht, dieses zerstückelte Amerika wieder zu verbinden. Ist auch durch die Welt durchgefahren, hat die Communities überzeugt, hat eine Technologie entwickelt, mit der sie die BTs spotten kann, sodass sie eben davon nicht erwischt werden. Aber kurz bevor sie am Ziel war, wurde sie von einer Terroristengruppe gefangen und alles ist vor die Hunde gegangen und das ganze gesamte Unterfangen ist gescheitert. Amelie, Tochter? Ich habe gedacht, sie wäre selber die Präsidentin. Nee, sie haben auf jeden Fall zur Präsidentin einen anderen Namen gesagt. Aber sie soll die neue Präsidentin werden. So. Ach so, ist das gemeint. Ja. Sie soll die nächste. Genau. Ah, okay. Denn, was dieser Trailer halt auch gezeigt hat, ist, Sam und sie haben sich das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen. Genau. Und sie ist halt seitdem nicht gealtert. Was halt nur erklärt wird mit "She is still at the Strand". Genau. So. Ja, es soll halt auch irgendwie damit zu tun haben, sie ist zwar entführt worden und gefangen gehalten von dieser Terroristengruppe, halt ganz weit im Westen irgendwo, an der Westküste von Amerika. Man selber ist eine Ostküste bei Washington. Und sie ist aber, kann aber sich gleichzeitig halt frei sozusagen bewegen mit ihrem Geist, beziehungsweise mit Hologramm und so weiter. Genau, also sie ist zwar gefangen, aber sie darf kommunizieren, sie darf sich da frei bewegen und so, aber sie darf halt nicht weg. Genau. Und deswegen kann sie halt auch Pläne schmieden und kann halt auch versuchen, dann sozusagen den Spieler, den Sam halt zu überzeugen, so, ey, wäre nett, wenn du mich retten würdest. Ja. So. Genau. Und ja, das ist quasi das Ziel. Man soll bis nach Edgenot City reisen. Genau, also bis ganz in den Westen. So, und dort bis auf den Weg dorthin die anderen Communities halt überzeugen und wieder verbinden und so weiter. Genau. Ja, und dann soll man halt quasi die USA wieder verknüpfen miteinander, wieder digitalisieren. Genau. Und am Ende sie retten. Genau. So, damit sie ihren Platz als Präsidentin einnehmen kann. Und ja, der gute Sam ist davon nicht so begeistert. Nö. So, also er sagt im Trailer auch immer noch nicht ja. Nö. So, aber man sieht ja dann im Gameplay, er hat offenbar doch ja gesagt. Das wäre nicht geil. Wenn, also mich würde es nicht wundern, wenn man wirklich die Entscheidung hat, so, willst du helfen oder nicht? Und dann kann man nein, wenn das Spiel ist vorbei. Das ist auch unter dem Briefing der Top-Kommentar so, will you do it, Sam? No. A Hideo Kojima Game. Genau. End. End. Das ist eines der Enden, die man freischalten kann. So. Ja, genau. Und ja, man merkt irgendwie, die beiden kennen sich und man erfährt da auch, dass Sam schon mal bei Bridge war. Aber er ist aus irgendeinem Grund, hat er ihn halt den Rücken gekehrt. Genau. So, da wird halt irgendwas passiert sein. Und ja, schlussendlich nimmt man diese Mission dann aber eben an und ja, versucht, die USA wieder zu verknüpfen. Genau. Und das ist eine ganze Menge mehr, die wir jetzt wissen, als wir sie vor noch einer Weile wussten. Richtig. So hundertprozentig wissen wir immer noch nicht, wie eigentlich diese Zombie-Soldaten jetzt genau mit reinpassen. Wir wissen, es gibt irgendwelche Anomalien, Zeitanomalien auch, aber wie das jetzt alles genau zusammenhängt, auch mit diesen, ich habe seinen Namen vergessen, den Spezialsoldaten, der halt diese Zombies da mit sich hier hat. Mads Mikkelsen. Genau. wie der jetzt auch in dieser Rolle spielt, ist er jetzt der Hauptterroristenanführer oder hat er eine ganz eigene Rolle? Wissen wir auch noch nicht so richtig. Wir haben halt verschiedene Charaktere jetzt schon vorgestellt bekommen. Unter anderem einen Charakter, der halt irgendwie, wie war es, nur alle 7 Minuten stirbt und dann für 20 Minuten tot ist. Genau. Und in diesen 20 Minuten kann er halt wieder auf der anderen Seite. Andersrum. Er stirbt alle 20 Minuten und ist dann tot für 7, glaube ich. Auf jeden Fall stirbt er regelmäßig. Ja, er stirbt halt regelmäßig und immer wenn er tot ist, ist er halt wieder auf der anderen Seite, wo er halt versucht irgendwie mehr herauszufinden über die andere Seite, dann kommt er wieder ins Leben, hat dann irgendwie so, ich glaube 20 Minuten war es, 20 Minuten, wo er halt mal kurz was essen kann, auf Toilette gehen kann, irgendwie sowas und dann stirbt er wieder und ist wieder auf der anderen Seite, so nach dem Motto. Und eigentlich so dieses Lebendige ist eigentlich für ihn eine absolute Qual, weil er eigentlich immer nur rübergehen. Da haben wir eine andere, eine Mechanikerin getroffen, schon irgendwie in den Trailern, die anscheinend irgendwie ein Geisterbaby hat, das auf der anderen Seite noch festhängt, aber mit einer Nabelschnur immer noch mit ihr verbunden ist.
Deswegen kann sie auch nicht von Ort und Stelle weg, weil halt das Baby an diesen Ort gebunden ist. Genau. So. Denn also man hat halt wirklich, man hat unglaublich viele interessante Charaktere, die einem schon so vorgestellt werden. Nur, ich finde halt alle, die jetzt sagen, das ganze Spiel ist gespoilert, man weiß ja alles, das finde ich absolut nicht. Weil zum Beispiel, was die Rolle von Mads Mikkelsen ist, kann ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen. Was das jetzt zu herabhängt. So, und jetzt gerade finde ich den Zustand eigentlich ganz gut. Man weiß, was es ist und worum es geht. Aber man weiß immer noch nicht, okay, was wollen diese Demons, diese Terroristen? Genau. Die können ja auch, das wurde ja auch gesagt, die können ja auch diese Krater erschaffen. Ja. So, die können diese Hyper-BTs rufen und die können diese Krater erschaffen und so weiter. Warum können die das? Warum wollen die nicht, dass die UCA, also die United Cities of America, sich wieder verbinden und so weiter und so fort? Also es gibt schon noch wirklich genug, was offen ist. Ja. Ja, und ich hoffe halt, dass das Spiel darauf auch Antworten hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kojima ein Metal Gear Solid 5 nochmal passiert. Ich glaube auch nicht. Zumal er es diesmal auch fertig entwickeln durfte. Richtig. Und vor allem ist er auch wirklich so, er hatte so viel Herzblut jetzt in dieses Spiel reingesteckt, weil das war immer das Spiel, was er gerne machen wollte, was er aber durch Metal Gear Solid ja nicht durfte, so dem Motto. Ja, genau. Und das erfährt man eben auch, dass eben nicht alle dafür sind, dass die Städte sich wieder verbinden. Und halt eben gerade diese Terroristengruppe das ganz gut so findet, dass die alle voneinander abgeschottet sind. Und das ist so die Ausgangslage, die man hat. Wir sind also irgendwo in Washington und müssen jetzt losreisen vom Weißen Haus unter dem Motto in den Westen. Und wahrscheinlich auf dem Weg müssen wir alle möglichen Städte, Hauptstädte, Nebenorte und so weiter miteinander verbinden, um wahrscheinlich auch immer weiter voranzukommen. Um dann halt irgendwann die Präsidententochter zu retten. Und dabei denken wir wahrscheinlich auch eigentlich das ganze Geheimnis um die BTs auf, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Vielleicht ja sogar die Präsidententochter selber dahinter steckt oder USA an sich dahinter steckt. Ja. Wer weiß, Verschwörungen und Theorien etc. kann alles vorhanden sein. Who knows? Plus, ich weiß man überhaupt, wie es in den anderen? Nee, auch nicht, ne? Auf der Rest? Nee, es wird immer nur von den USA. Ja, nur von den USA, also auch nicht, wie es auf der restlichen Erde eigentlich aussieht. Ist in Deutschland genauso die ganze Kacke am Dampf? Gibt's die eigentlich noch? Genau, gibt es eigentlich noch irgendwas anderes außer Amerika auf dieser Welt oder ist alles andere nur noch Blatt? Kann ja auch sein. Genau. Genau, so. Es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass eigentlich alle Hauptcharaktere von Schauspielern verkörpert werden. Ja. So, die ist eben auch alles, die alle gemotion-captured wurden und so, das halt wirklich Schauspielern. Guillermo del Toro ist mit in diesem Spiel. Wird aber nicht von sich selber gesprochen. Ja. So. Das ist bei einigen so, dass sie tatsächlich, dass sie halt das Motion-Capture gemacht haben, aber dass sie eben nicht, dass sie nicht letztendlich es selber sprechen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das finde, weil das gibt irgendwie den ganzen halt einen eigenen Touch so und wirkt halt wirklich wie, okay, das ist halt ein Hollywood-Blockbuster. Obwohl, es ist eigentlich ein sehr teuer produzierter Indie-Film. So. Als Videospiel. Auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch, hat Kojima immer sehr coole Charaktere erschaffen. Ja. Mit sehr coolen Designs. Und das fällt halt so ein bisschen weg, weil es sind halt die Schauspieler. Es sind halt so nur normale Menschen. So halt im Motto. Ich meine, klar, die haben immer noch coole Outfits an und so weiter. Ja, aber meistens so der Charakter von Troy Baker, der einzige nicht Schauspieler, sondern eben Synchronsprecher. Ja. Also der scheinbar Anführer dieser Terroristengruppe, der ist halt noch am coolsten designt, weil sie da dachten, ja, gut, den erkennt sowieso kaum jemand, wobei Troy Baker unglaublich bekannt ist. Aber das muss man sehen. Soweit zur Geschichte. Ja. Jetzt kommen wir das Gameplay, was ich ja schon vorhin mal ganz kurz ein bisschen angeschnitten habe. Ja. Was ja eigentlich so, sagen wir mal, zwei große Sachen hat. Einmal das eigentliche Standard-Gameplay, was man ja gesagt alleine so alles hat. Und dann halt diese Multiplayer-Komponente, die ich ja schon angesprochen habe, was damit alles noch zusammenhängt. Und jetzt natürlich das Ding. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe zuerst das Material von dem Death Stranding-Interview, gesagt, noch damals mit Japanisch, noch alles mir angeguckt. Ich habe kein Wort verstanden, was da nicht so erzählt wurde. Muss man alles selber so ein bisschen zusammenknüpfen, was da eigentlich gerade so gezeigt wird. Und der Grauton war zu dem Zeitpunkt noch so, ich weiß nicht, ob ich wirklich was gucken will. Ja, weil Kojima selber empfohlen hat, eigentlich es nicht richtig zu gucken. Und dann war es halt so, dass ich aber auch dachte so, ich weiß auch nicht, ob du es wirklich gucken willst, weil ich war jetzt so von dem Gameplay so, interessant alles, aber ob das dann halt wirklich lange trägt und so viel Spaß macht, weiß ich nicht. Ja. Und dann hat jetzt der Grauton das geschaut. Ja, im Prinzip habe ich es dann geguckt, als wir entschieden haben, wir wollen, weil wir jetzt mehr wissen, wir wollen jetzt einen zweiten Vorschau-Podcast machen. Dann dachte ich, ja okay, dann sollte ich es halt schon gesehen haben. Ja. So. Ich habe aber auch mitbekommen,
dass die Reaktionen sehr 50-50 waren. Ja. Also die Hälfte hat gesagt, oh, das ist genial und super, und die andere, das ist halt ultra langweilig, ja, war so die andere Reaktion. Ja, und ich habe es mir angeguckt und war immer noch in diesem Zustand, wo ich vorher war, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das wirklich auf Dauer Spaß macht. Es kommt auch ganz, aber ich denke, es wird ein langes Spiel tatsächlich. Ja, denke ich auch. So, weil er auch gesagt hat, das, was er da zusammen auf 50 Minuten waren halt 3 Stunden Gameplay, die er zusammengeschnitten hat, weil er ja nicht 3 Stunden Gameplay einfach zeigen kann. Ja. So, es wird ein langes Spiel und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man nach 5, 10, 15 Stunden da ist und denkt, ja, eigentlich will ich jetzt nur noch durchkommen. Ja. So, aber ich saß halt da und habe halt bei mehreren Sachen, die gesagt wurden und gezeigt wurden, stand mir wirklich der Mund offen, weil ich dachte, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja. So, das wurde in der Form noch nicht probiert. Das ist wirklich ein neues Genre. Bei manchen Sachen, die er gesagt hat, dachte ich mir so, boah, wie krass, dass er sowas macht. Und ich glaube halt, selbst wenn dieses Spiel hier vielleicht nicht so sehr Spaß machen sollte, dass zumindest der Fokus, den es setzt, dass das zukünftige Spiele sehr beeinflussen wird. Hoffen wir es. Hoffen wir, ja. Wir haben es damals auch gedacht beim Nemesis-System, ja, bei den Herr der Ringe-Spielen. Und es wurde ja nicht wirklich übernommen. Ja. Ja, ich hoffe es, denn man muss ganz klar sagen, und damit kommen wir jetzt mal zum Eingemachten, der Hauptfokus dieses Spiels ist Traversal, also die Fortbewegung durch die Spielwelt. Das ist der Hauptfokus des Spiels. Ja, man wird halt wirklich, haben wir auch gleich gesehen im Gameplay-Material, von der allerersten Basis, wenn man halt zum ersten Mal aufbricht, kriegt man halt gleich Materialien, Schuhe, was ich, Nahrungsmittel, bla, alles Mögliche mit. Und dann ist das erste große System vom Spiel, nämlich das Lagerungssystem. Ja. Das ist wirklich ein eigenes, komplettes Minispiel, mehr oder weniger eigentlich. Weil du hast halt wirklich überall an deinem Körper alles Mögliche an Gurten, Rucksäcken, irgendwelchen Stellen, wo du was raufplatzieren kannst, wo du was festschrauben kannst, festzurren kannst und so weiter. Ja. Und man muss halt wirklich selber gucken, wo man wie was wohin platziert. Und vor allem auch wie. Also zum Beispiel, du kannst theoretisch Stiefel und Schuhe kannst du in eine Kiste packen und kannst sie auf deinen Rücken einfach dir machen. Du kannst aber auch sein, nimm die ganzen Schuhe einfach raus, verschnür halt die Schnürsenkel und pack die mir einfach an die Hose, an so einen Gürtel ran. Du kannst dich auch komplett voll beladen und hast dann halt, keine Ahnung, 50 Kisten unter dem Motto nach hinten und nach oben gestapelt irgendwie. Bist aber halt dann so extrem schwer, dass du halt nur sehr, sehr langsam vorankommst. Ja. Kannst aber auch sagen, ich mach das alles ein bisschen kleiner und verpack dann noch was an meine Schulter irgendwie, an meine Hüfte, an meine Schienbeine und. Und allein das fand ich schon so mega interessant, weil das habe ich auch noch nie so gesehen, dass man wirklich so kleinlichst und ausführlich so ein Lagerungssystem in ein Spiel implementieren kann. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Vor allem, weil es auch noch wirklich eine große Auswirkung auf das Gameplay hat. Nämlich, es gibt wirklich ein richtiges Balance-System, wo es halt wirklich so ist, wenn du halt dann durch die Gegend läufst und da das Gewicht jetzt auf deinen Schultern zum Beispiel ist zu weit nach rechts irgendwie, musst du halt wirklich dann beim Laufen musst du gegensteuern, dass du halt nicht umkippst. Genau, und man muss mit der L1 und R1 auch die Balance halten sozusagen. Ja, und auch da ist wirklich so, wenn du zum Beispiel also alles wiegt halt auch was. Genau. Und wenn du dich halt, wenn du halt zu viel Gewicht auf die rechte Seite packst, da kippst du halt ständig nach rechts. Ja. So muss ich immer ausbalancieren. Also das heißt, ne, ein großer Fokus dieses Spiels wird es sein, eben für diese Orte, die man verbinden soll, für die Gegenstände von A nach B zu transportieren. Genau. Das ist ein großer Bestandteil dieses Spiels. Und du kannst diese Ladung aber auch verlieren. Das heißt, du musst dir wirklich überlegen, und die kann kaputt gehen. Genau. Du musst dir wirklich überlegen, okay, wie baue ich mich jetzt zusammen sozusagen, damit ich funktionierend durch diese Spielwelt komme. Ja, und trotzdem halt möglichst viel Loot immer noch zu diesen Orten hinbringen. Ja, genau. Und also man kann unfassbar viel tragen. Also selbst ohne extra Ausrüstung kannst du dir hier wirklich so einen Turm aufbauen. Ja, wirklich. Das fand ich schon sehr lustig, als er mich mal einfach so kurz so demonstriert hat, wie hoch eigentlich der Turm irgendwann geht. Was so der denke, wie viele Muskeln hat unsere Figur bitte, dass sie sowas tragen kann? Ja, aber wenn man das halt macht, wird es halt dazu führen, ein Fehltritt und alles kippt runter. Und alles kippt runter. Ja, dann haben wir ja auch gesagt, so, ne, das hat er dann zum Beispiel später, als der Charakter umgekippt ist, mal gesagt, ja, er hat halt Sachen nicht festgezurrt mit Gurten, deswegen kippt das jetzt alles runter. Genau. So, du kannst also auch, wenn du genug Gurte gebaut hast, kannst du halt auch alles mit Gurten festzurren an dir. Genau. Und so weiter. Und ja, das ist halt wirklich schon krass.
Ja, dann gibt es auch sowas wie mechanische Beine, die du noch dir ranmachen kannst, damit du halt besser das Gewicht verteilen kannst und ähnliches. Ja, also das ist schon sehr, sehr krass. Ja, und dann ist es eben auch in bestimmten Aspekten wirklich Survival. Nämlich zum Beispiel, dass eben auch das, was du am Körper trägst, kaputt gehen kann. Zum Beispiel deine Schuhe. Ja, da hat er gesagt, nimm immer mindestens 3 Paar Schuhe mit, weil die können halt, gerade wenn man über Berge und so klettert, gehen die Schuhe kaputt. Ja. Dann sind sie offen, unten offen und du fängst halt an zu bluten. Ja. Weil ja, du die auf offene Steine trittst mit den Füßen. Ja, und dann musst du halt, du hast halt auch ein Stanima-System, was sich nicht automatisch auffüllt, sondern muss man Energy-Drinks trinken oder schlafen oder sonst was. So, und je kaputter du bist, desto weniger Ausdauer hast du, desto leichter kippst du um, desto schwieriger wird alles. Ja, bis du halt wirklich dazu gezwungen wirst, dich mal hinzusetzen. Ja, genau. Und eben aber auch deine komplette Ausrüstung so kann halt kaputt gehen, sei es durch den Regen. Ja. Das hat er auch gesagt, wenn der Regen deine Ausrüstung berührt, dann altert die und geht kaputt. Ja. So, und dann muss man, dagegen gibt es aber auch wieder Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun. Planen nur zu schmeißen, genau. Ja. Der Punkt, was du in Klammern hier geschrieben hast, wirklich, also es gibt nicht mal dieses klassische, dass du was essen und trinken musst, war da nicht irgendwas? Also beim Essen weiß ich es nicht, beim Trinken hat er gesagt, das fand ich aber auch wieder cool, dass er gesagt hat, es gibt eine Erklärung dafür. Mhm. Es ist ja ein futuristisches Setting und er hat halt gesagt, über deine Kleidung wird Wasser von Flüssen und vom Regen und so weiter aufgesogen und direkt in deinen Körper. Ah. Deswegen muss man nichts trinken. Okay, das habe ich halt. So. Das ist so eine Info, die habe ich nicht erhalten, weil ich habe auch bis jetzt immer noch nicht im Englischen angeguckt, sondern nur das Japanische. Genau, also es gibt, es ist in diesem Aspekt mit der Ausrüstung und so sehr survival-mäßig, aber zum Beispiel Wasser trinken muss man halt nicht. Okay. So, ob man essen muss, weiß ich nicht. Man kann essen, aber ob man es muss, weiß ich nicht. Ja, okay. So. Ja, und dann ist eben wirklich der Punkt dieses Spiels im Prinzip. Finde einen Weg dahin, wo du hin musst. Genau. Man kann sich eben auch selber Routen festlegen. Nicht einfach nur, ich will dahin und dann zeigt dir das Spiel, lauf am besten so. Genau. Sondern du musst dir wirklich so, hast eine Karte, die ist auch 3D. Also du siehst das Gelände. Genau, siehst auch Berge und so weiter. Und kannst dir dann halt durch deinen Weg direkt mit mehreren Markierungen dadurch bahnen, wie du dadurch willst. Und das wird dir dann angezeigt. Genau. Dann musst du halt natürlich auch immer das ganze Equipment halt dabei haben, um zum Beispiel diese Routen auch irgendwie abzulaufen. Ja. Zum Beispiel irgendwelche Leitern, um über Abgründe zu kommen. Oder um irgendwelche hohen Berge hochzuklettern. Oder aber auch um zum Beispiel ein Seil, um irgendwelche Abgründe wieder runterzuklettern, sicher runterzukommen und. Also man muss halt wirklich genau überlegen, was für ein Equipment habe ich dabei, was möchte ich jetzt schon nutzen, was möchte ich vielleicht jetzt später nutzen und. Ja, genau. Und es ist halt quasi, das Gelände ist der Feind sozusagen. Also genau. Solche Flüsse ist halt auch, da muss man dann halt ganz krass sich ausbalancieren von der Ausdauer her. Vom Balance her. Und ja, wenn du halt ausrutschst, dann kippst du halt um und alles, was du nicht festgezurrt hast, wird in dem Fluss schön und da ist es weg. Genau. Und fand ich auch ganz nett, er hat angemerkt, dass Bibi, also das Baby, was man dabei hat, haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Genau. Dass das Flüsse hasst. Also, sobald du einen Fluss betrittst, wird es anfangen zu weinen und du musst es erstmal beruhigen. Oh, okay. So. Dann hat er auch nochmal gesagt, dass halt nicht nur dieses Schütteln gibt, so dieses Beruhigen, sondern auch wenn du das Baby anguckst und ranzoomst oder mit Harmonika spielst, dann beruhigt sich halt das Kind. Aber zum Kind kommen wir noch. Jedenfalls hat dieser Mann ein Kind dabei, in einem Bottich. Genau. In einem Brutbottich. Genau. Brutbottich ist ein schönes Wort. Brutbottich. Der Brutbottich für Bibi. So. Bibi Blocksberg. Ja, ich muss ja eigentlich andere Bibi denken. genau, und dann, also wir haben halt so ein bisschen was gezeigt, wo man so erahnen konnte, was die Möglichkeiten sind. Also man kann halt unglaublich viele Sachen finden und selber bauen. Ja, man hat so einen portablen 3D-Drucker, mit dem man sich halt Sachen bauen kann. Leitern, Seile, neue Ausrüstungsanzüge und so weiter, Gurte. Aber, weil wir ja noch beim letzten Mal die Frage hatten, warum muss man die Sidequests eigentlich machen? Ist das überhaupt wichtig? Genau. Ja, ist es. Genau. Denn man kann nur in dem Gebiet von Bridge kann man drucken. Ah. Also nur da sieht man die Karte richtig, nur da kann man nach Hilfe rufen und nur da kann man seine Ausrüstung richtig benutzen. Okay. Das heißt, man hat ein Interesse daran, möglichst viele Punkte zu verknüpfen, damit man halt möglichst variantenreich bleibt. Genau. Das war das Ding, was wir uns ja schon damals gedacht haben. Wahrscheinlich willst du
die einzelnen Punkte, die ganzen einzelnen Staaten halt besuchen und verbinden, damit du überhaupt bis nach ganz in den Westen hinkommst. Genau, und das, auch da hat er gesagt, also du wirst mit jedem davon nicht nur einmal interagieren, also kann man, dann ist es verknüpft, aber jeder dieser Punkte wird halt auch mehrere Nebenquests für einen haben und du kannst dann quasi dein Ansehen bei diesen Punkten auch steigern, wodurch die Belohnungen besser werden und es zum Beispiel auch so ist, dass bei den großen Bases die Leute am Anfang halt im Untergrund bleiben und dich eben nur über Hologramme begrüßen und wenn sie dir halt mehr vertrauen, dann kommen sie halt auch an die Oberfläche. War halt eine Aussage. Okay, auch interessant. Genau. Und so kämpft man sich nun also als einsamer Sam durch dieses Spiel Ende. Nicht ganz. Mhm. Denn jetzt kommt natürlich der zweite Aspekt, den ich ja, wie gesagt, ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, nämlich neben dem Solo-Spiel der Multiplayer-Part. Kojima hat schon vor mindestens einem Jahr, war das, glaube ich, schon erzählt, dass sein Spiel eine einzigartige Multiplayer-Komponente haben wird, die es so noch nicht gab. Und die komplett revolutionär sein wird. Und alle haben sich gedacht, was wird denn diese Multiplayer-Komponente bitte sein? Ja, vor allem haben alle, inklusive sogar mir, gedacht, ja, ja. Ja, genau, ja, ja. Erzähl mal, Kojima. Und dann ist es aber wirklich so, dass in dieser Welt würde es so sein, dass du, wie gesagt, du bist allein unterwegs, du kannst auch komplett offline dieses Spiel spielen, ohne Probleme. Wenn du aber online halt dieses Spiel auch spielst, ist es halt so, dass du sozusagen nicht der einzige Sam bist, der unterwegs ist. Beziehungsweise der einzige Bridget-Agent, der unterwegs ist. Sondern es gibt noch viele, viele andere, die halt mit dir losgeschickt worden sind, um halt die Orte miteinander zu verbinden. Und dann kann es halt sein, dass diese Spieler, wie gesagt, zum Beispiel eine Leiter, die über einen Abgrund führt, kannst du als Spieler halt sagen so, ich lasse die jetzt hier. Ja. Du kannst natürlich auch sagen, so, nee, ich brauche die jetzt und nimmst die halt wieder mit, steckst sie wieder ein und nimmst sie für den nächsten Berg irgendwie. Du kannst auch sagen, nee, ich lasse jetzt hier, falls irgendwer meine Route gehen sollte, hat er hier schon eine Leiter und kann einfach rübergehen. Ja. Und das ist ein, wenn man wirklich nimmt, ein riesiger sozialer Aspekt, wo man, was halt schon wie so ein soziales Experiment eigentlich so wirkt. Weil, wie gesagt, du kannst als Spieler wirklich Ressourcen, Materialien und deinen Einfluss nutzen und so weiter und sammeln, um zum Beispiel auch ganze Autobahnen irgendwie zu bauen. Weil es gibt auch Fahrzeuge in diesen Spielen. Man läuft nicht nur, sondern es gibt auch Motorräder und Autos und so weiter, mit denen du halt durch die Gegend fahren kannst. Und Autobahnen sind natürlich dann am besten dafür geeignet, um halt so schnell wie möglich von einem Ende zum anderen Ende der Welt irgendwie zu gelangen. Du kannst auch wirklich so eine Art Raststätten irgendwie bauen, so eine Kommando-Posten. Genau, also irgendwie. Auch da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel einfach so Unterstellpunkte, wo man rasten kann, wenn zum Beispiel der Regen kommt und man sich unterstellen kann, damit man eben nicht, damit nicht alles kaputt geht. Genau. Es gibt aber auch welche, wo du deine Energie wieder aufladen kannst für deine Exoskelette und so weiter. Genau. Also man kann alles Mögliche bauen. Und man kann auch überall so, ja, so Schränke einfach in die Gegend stellen, wo man, finde ich auch clever gelöst, wo es einen privaten Bereich gibt, da kannst du deine Sachen lagern und keiner kann ran. Genau. Du kannst aber auch Sachen sagen, hey, brauche ich nicht mehr, pack ich rein, kann sich jeder nehmen. Genau, und wenn ein Spieler gerade zufällig genau auf den Weg nimmt, sieht er halt, hey, guck mal, da ist was und nimmt halt diese Sachen mit. Ja. So wird es auch so sein, dass zum Beispiel auch, so wie ich es verstanden habe, auch so Equipment, was du halt in der Welt einfach so findest, also so ein Lootboxen und so, Lootboxen schon. Also, ja, es sind ja sozusagen Lootboxen, es sind ja Kisten und so weiter, die du findest, sind halt wirklich zum Beispiel Sachen, die verloren gegangen sind von anderen Spielern wieder. Ja. Also sprich, wenn du halt irgendwie beim Fluss bist und auf einmal treibt durch diesen Fluss halt eine Box dir entgegen und sammelst die ein, dann kannst du davon annehmen, dass irgendwo flussaufwärts höchstwahrscheinlich ein Spieler leider es nicht geschafft hat, perfekt durchs Wasser zu kommen und eine seiner Kisten ist halt den Fluss runtergetrieben worden. Genau, und das können wir an dem Punkt mal kurz aufgreifen. Man hat ja auch im letzten, also im vorletzten Trailer schon diese komischen in gelb gekleideten Gegner gesehen. Genau. So und halt auch so, sind das Leute von den Terroristen, wer sind das? Das sind die sogenannten Mules. Das ist eine Gruppe, die, ja sozusagen Banditen, so Raider, und die überfallen halt die Spieler, nicht um sie, die versuchen nicht einen zu töten, hat er gesagt. So, die töten einen nicht, sondern die überfallen einen und klauen dir deine Sachen. Genau. Die nehmen dich und klauen dir deine Sachen. Und die haben Camps und Bases und die kannst du als Spieler überfallen und die Ausrüstung in diesen Lagern ist komplett das, was die Mules von Spielern erbeutet haben. Ach, so. Das wusste ich noch gar nicht. Die bringen dann diese Ausrüstung in die Lager und da kannst du als Spieler dann wieder hingehen und Sachen klauen, die Mules von anderen Spielern geklaut haben. Das ist sehr geil. Okay, das ist natürlich sehr, sehr clever gemacht. So.
Ne? Und ja, das ist halt irgendwie, da merkst du auch in den Lagern, das ist das dann wieder klassisches Kojima-Gameplay. Ja. So, also man kann halt schleichen, man kann ins hohe Gras, man kann aber auch kämpfen. Und einmal hat man so eine Bowler-Gun gesehen, genau, wo man die, ja, die Beine fesseln kann und dann kippen sie halt um. Ja. Offenbar ja. Versucht man wirklich, wird man keine Menschen töten in diesem genau, Spiel. Genau, also man versucht so wenig wie möglich, sagen wir mal, ja, irgendwen zu töten. Genau, es gibt aber auch Nahkampf, also du kannst die auch mit, das ist halt auch sogar, du kannst die halt mit deinem eigenen Loot verprügeln, ja, den du dabei hast, aber dann geht er halt kaputt. Genau. So, und ja, da gibt es halt alles mögliche, wie gesagt, so ein Kraftskelett, womit du viel stärker wirst und mehr tragen kannst. So ein Bewegungsskelett haben sie gezeigt, womit genau, du dann halt so schnell rennen kannst, dass du sogar Autos einholst damit. Ja. Und über das war so der erste Moment, wo so, da war so eine riesige Schlucht, ja, der ist hingerannt, fuck, Schlucht. Hat sich umgedreht, Anlauf genommen und ist mit diesem Exoskelett einfach drüber gesprungen, ja, über die Schlucht. So. Ja, und da haben sie da zum Beispiel auch gesagt, die haben immer so, die Mules grenzen ihr Lager auch ab durch so rote Poller. Genau. Und wenn du das verlässt, weißt du halt auch, okay, da werden sie jetzt nicht mehr hinterherkommen. Ja. Weil sie dann eben da drin bleiben. So, ja, nur so kurz als Einschub. Aber das, allein das so, dass die das, Spieler überfallen, ja, und dann... Ja, man kann auch ansonsten auch diese ganzen Stützpunkte oder auch irgendwelche Sachen, die man findet, kann man auch alles irgendwie markieren mit irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, ey, hier ist so eine heiße Quelle, wo du dich, ja, ausruhen kannst. Kannst halt ein großes Zeichen irgendwie aufbauen, sodass andere Spieler das besser finden können. Oder irgendwelche Sachen, die unbekannt sind, irgendwie vielleicht für manche Spieler, kannst du sagen, ey, das ist übrigens gut für dich oder irgendwas, ja, sowas. Kann man auch alles machen. Also eine riesige soziale Welt, aber halt auch dementsprechend so sozial, wie eigentlich die gesamten Spieler es denn wollen. Ja. So. Ja, also das ist halt wirklich, das finde ich halt wirklich krass, weil es ist wirklich so, es kann auch sein, dass einfach jeder durch dieses Spiel rennt und sich denkt, ey, ich schlag mich hier jetzt durch und gut ist. Ja. So, aber wie gesagt, es gibt dann so eine Stelle, da ist so eine Brücke, die wurde auch von Spielern gebaut, ja, gemeinsam. Und es taucht dann der Name von dem auf, der am meisten beigetragen hat, ja, sozusagen, zu dieser Brücke. Man kann auch, das finde ich ein bisschen albern, du kannst liken. Ja. Also du kannst halt die Treppen und so weiter liken und so, hey, das ist eine gute Treppe. So, obwohl es ist eigentlich auch ein schönes System, dass du an eine Leiter kommst und denkst, ah, die ist offenbar hilfreich. Ja. So, weil die haben viele benutzt. Ja. So. Ja, und als er dann so rüberzoomt und sieht, das ist übrigens ein Gebäude, was gerade gebaut wird. Dafür braucht man richtig viele Ressourcen, da müssen Spieler echt tagelang zusammenarbeiten, ja, um so eine Base da in die Welt zu bauen. Und das wird halt auch spannend, weil ich mich frage, spielen alle Spieler auf derselben Welt sozusagen? Beeinflussen alle Spieler dieselbe Spielwelt? Oder beeinflussen immer 100 dieselbe Spielwelt? Ja. Wie genau läuft das? Weil, ja, das kann auch super schnell super schief gehen. Ja. So, dass halt einfach Leute, ja, weiß ich nicht, Penisstraßen in die Gegend bauen und ja, Leuten den Weg blockieren, vielleicht auch mit Sachen. Aber an sich den Gedanken zu sagen, die bespielen zwar alle dieselbe Welt, aber sie können nicht physisch miteinander, ja, interagieren. Also hervorzuheben, ich will hier komplett den sozialen Aspekt hervorheben und dass man gegeneinander arbeiten kann, nehme ich eigentlich komplett raus aus dem Spiel. Ja. So, und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ja, so, muss ich auch sagen. Also so diese Grundidee ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, es ist halt wirklich ein, in dem Sinne wirklich neuartiges Gameplay, weil wir haben halt eine riesige Open World, mehr oder weniger die gesamte USA, die halt komplett bereist werden kann, ja, mit unterschiedlichen Biomen. Wir haben dazu eine richtig interessante Geschichte mit echten Schauspielern, tollen Charakteren und ähnlichem und großen Rätseln, aber gleichzeitig haben wir diese Fliege. Wir haben diese Fliege. Wir haben diese Fliege. Wir haben gleichzeitig noch dieses erste Survival-Aspekt, was man eigentlich sonst von irgendwelchen Spielen kennt, wie gesagt, wie Rust und sowas, wo halt große Communities dann zusammen irgendwelche Basen aufbauen, ja, Gebäude bauen, Straßen bauen, Städte bauen und, um halt in der Welt voranzukommen und als Gemeinschaft halt zu überleben. Und hier haben wir es halt genauso. Wir haben halt, neben der krassen Story, die du alleine erlebst, hast du halt diesen sozialen Aspekt, wo du halt gucken musst, wie großzügig andere Spieler sind, beziehungsweise wie großzügig du selber eigentlich, ja, bist. Das finde ich auch sehr interessant, wenn wir es zusammen spielen, ne? Wie oft sagen wir denn so, ja komm, lass doch liegen, oder wie oft sagen wir so, wir brauchen die und ja, ja, und es ist halt, also allein das, dass das eine permanente Welt wird und das halt am Anfang ist, die, jetzt weiß man auch, warum die so leer ist, ja, so, weil die Spieler sie gestalten sollen. Genau, die Spieler sollen die Welt füllen. Und dass, wenn dann jetzt jemand in 6 Monaten dieses Spiel kauft, er eventuell in eine Welt kommt, die Straßen hat, ja, und Gebäude hat und wo es einfach
eigentlich super easy ist, durchzukommen. Ja, das ist auch noch dieser Punkt, den ich, wo ich sehr gespannt drauf bin, wenn dann so in 6 Monaten in einer anfängt, das Spiel zu spielen. Und dann ist halt so eine komplette Autobahn von Washington perfekt bis zur Endstadt, wo du eigentlich hin sollst. Noch mit einem Motorradposten irgendwie dahin, wo einfach so ein Schild ist, so, fahre 15. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Fahre 15 Minuten in diese Richtung, du hast gewonnen. Ja. Okay, geht. Ja. Und dann auch so, also, das ist tatsächlich, ich finde es super spannend, weil mein Gedanke war so, lohnt es sich, dieses Spiel ein paar Monate nach Release zu spielen? Ja, richtig. Lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt noch? Wiederzukommen, sicherlich. Ja. Aber es dann zu kaufen und zu spielen, das ist die andere Sache. Ja. Ich stelle mir das wirklich so geil vor, du kaufst dieses Spiel für 60 Euro und dann fährst du halt wirklich auf dieser Autobahn einfach zum Ziel, Spiel vorbei. Okay. Das war ein scheiß Spiel. Was zur Hölle? Ja. Ja, und... Aber da kommt auch noch, bevor wir gleich zu den BTs noch kommen, auch noch der Aspekt, wo ich ja auch noch gespannt bin, ist, wie der mit diesen ganzen Bauen und so weiter eigentlich Hauptstory mit rein integriert ist. Ja. Diese ganzen Cutscenes, die wir jetzt schon so gesehen haben, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere und. Wie findet man die? Gibt es dann so immer bestimmte große Städte, wo dir immer gesagt wird, du musst jetzt dahin erstmal gehen? Also so wirkt es ja. Also dein Ziel ist quasi, die Großstädte zu verbinden. Genau. Die United Cities of America. Ja. So, und du kannst aber, hast eben noch diese ganzen kleinen Punkte drumherum. Genau, und da wird es immer wieder interessant, kann man auch theoretisch einfach sagen, so, fuck die Great Cities und ich gehe jetzt einfach halt, von Washington einfach nach Norden und marschiere durch den gesamten Norden USA so in einem Bogen bis zu der Endstadt? Ich nehme an, wahrscheinlich schon, aber du machst es dir halt unglaublich schwer. Natürlich. Weil du eben nichts bauen kannst und nichts. Genau, und wie gesagt, aber da ist die Frage, wie sieht es dann mit der Story aus? Hat das denn auch Auswirkungen auf die Story? Also wird es dann zum Beispiel auch erwähnt, irgendwie so, was machst du denn hier? Wir dachten, du wärst verschollen, weil wir haben so lange von dir gehört, irgendwie sowas. Oder ist das einfach, keine Ahnung, dann spielt die nächste Cutscene ab oder irgendwie sowas. Darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das noch betrifft. Also ich wünsche mir ja schon irgendwie, dass er einen leitet. Das ist irgendwie so, dass man zumindest, dass man eine Kojima-Story bekommt, der sagt, nee, du musst erst dahin, weil du musst diese Charaktere kennenlernen, sonst kannst du das und das nicht tun. Es kann ja genauso gut sein, dass vielleicht sowas ist, wenn du halt, du bist jetzt halt hier und da ist die nächste große Stadt und du kannst halt die Orte bis zu diesem Punkt, weißt du, wie so ein Breitengrad irgendwie oder Längengrad bis zu der Stelle. Und wenn du versuchst weiterzukommen, dann kommen zum Beispiel die ganzen Terroristengruppen und machen dir halt das Leben zur Hölle. Oder es ist alles so voll mit BTs, diese riesen BTs, die wir schon gesehen haben, irgendwelche Trailern, die dann auf einmal alle an dieser Grenze lang wandern, so von wegen so. Du kommst nicht vorbei. Selbst wenn du versuchst, vorbeizukommen, die BTs schnappen dich einfach. Ja. Mal gucken. Also da bin ich noch gespannt, wie es denn da mit der Story eigentlich zusammenhängt. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was bestimmt viele lustige Challenges zutage fördert. Ja, allein, ich finde, die Pilz-Challenge wird ja jetzt schon im Internet ausgerufen. Weil man kann ja in diesem Spiel auch pinkeln. Man muss pinkeln. Man muss sogar pinkeln. Und wenn du halt pinkelst, dann wächst halt da, wo du pinkelst, ein Pilz. Unser Pilz, wie ich das verstanden habe, der wird auch immer größer, je mehr Menschen auf diesem Pilz pinkeln. Ja. Kojima hat gesagt, wenn viele Leute an einem Ort pinkeln, dann wird was Tolles passieren. Richtig. Das heißt also, ich weiß doch jetzt schon, dass innerhalb der ersten 5 Minuten, wenn dieses Spiel online ist, alle Spieler sich draußen direkt vor dem ersten Hauptquartier trinken, genau, trinken, und sofort alle auf diesen einen Punkt pinkeln werden. Die Vorstellung, wenn wir nicht am Release-Tag spielen können, wie ein Tag nach Release kommt aus der Base. Wow! so ein riesiger Pilz. Ein Mammutpilz. So. Das wäre schon geil. Das ist das Internet, das ist die Gamer-Community. Ja. Gib uns sowas und wir machen das. Ja, aber alleine irgendwie, ja, dass eben auch aber keine Kommunikation im Spiel möglich ist. Ja. Sondern dass er darauf setzt, dass die Leute sich im Internet miteinander verständigen. Ja. Um Sachen zu planen. Das Einzige, was es halt gibt, ist ein Communication-Button. Da kann man rufen. So, und ja, der macht halt meistens nichts. Genau. So. Wenn jemand in der Nähe ist, gibt es wohl ein Echo. Genau. So. Aber es wird dann zum Beispiel in den Kämpfen relevant. Genau. So. Denn wir waren ja gerade schon bei den BTs, bei diesen übersinnlichen Wesen. So, denen hat er auch an diesem Gameplay wieder nur gesagt, sie kommen von der anderen Seite. Genau. So, und sie kommen halt nur raus, wenn es regnet.
Und hat da auch nur angemerkt, am Anfang, ja, bist du dem halt schutzlos ausgeliefert, wenn es regnet. Später wirst du Technologien bekommen, um dir den Wetterbericht anzugucken. Ja. Vorher. Und kannst dann deine Route nach dem Wetter planen. Ja. So, um die zu vermeiden, wenn du das willst. Oder zu sagen, bring it on, BTs. Das sagst du auch nur einmal, danach sagst du, okay, BTs. Und ich klatsche. Bye. Ja, und in diesen Regengebieten wachsen die sogenannten Chiral Crystals, also ja, Chiralkristalle. Und dann hat er halt auch gesagt, es ist halt eine Energiequelle und das wird halt wichtig werden, um die großen, die richtig großen Sachen zu bauen. Das heißt, also, aber er hat zumindest gesagt, damit kann man Highways bauen und so. Mhm. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn du halt wirklich diese großen Sachen zusammenbauen willst, dann sagt er, gut, dann musst du aber. Ja. So, dann musst du aber rein in diese Gebiete und nicht mit denen auseinandersetzen. Ja, und die werden halt auch angeteasert, bevor sie kommen. Weil der Charakter kriegt Gänsehaut, bevor wenn sie in der Nähe sind. Der Regen wird schwarz und es tauchen auch nur Regentropfen auf dem Bildschirm auf, wenn sie in der Nähe sind. Ah, okay. So, weil das dann dieser schwarze Regen ist sozusagen. Mhm. Genau. Und es gibt halt verschiedene Typen. Also gezeigt haben sie die Gazers. Das sind die, die man im Trailer immer schon gesehen hat, die so in der Luft rumschweben. Und die, wie wir es schon vermutet haben, hat er jetzt aber schon, die sehen halt nichts. Genau. Sie hören aber sehr gut. Genau, deswegen muss man halt den Atem anhalten, schleichen und ähnliches. Ja. Also es gibt wirklich einen Knopf, mit dem man sich die Hand so vom Mund halten kann und dann eben den Atem anhält. Ja, und die Mechanik bei denen ist, sie tauchen auf, wenn man stillhält, dann sieht man sie. Genau. Sobald man sich in Bewegung setzt, verschwinden sie wieder. Und hier kommt das Baby, Bridge Baby, ins Spiel. Denn der kann die halt spotten. Der kann halt so, hat so einen Blinker oben dran, so eine Blinkblume. Ja. Und die zeigt halt immer die Richtung, wo die sind und macht sie halt sichtbar, auch wenn man sich bewegt. Ich will gerade wissen, wenn er wirklich in so einer kleinen Boxer ist, halt also so einen roten Schalter. So. Aber auch hier wieder ganz interessant. Bibi sind halt diese BTs nicht egal. Nee. So, sondern der kriegt halt Angst, wenn die in der Nähe sind. Und das heißt, man muss dann inmitten von diesen Viechern ihn beruhigen, weil er kann das nicht mehr machen, wenn er Angst kriegt. Dann hat das Baby zu viel Panik und du siehst nicht mehr, wo deine Feinde sind. Genau. Und dann kriegst du Panik. Plus, wenn es einfach anfängt zu weinen oder zu schreien, dann hören halt diese ganzen Gazer und die anderen BTs das und attackieren dich. Genau, und man kann sie aber auch so ein Stück weit bekämpfen. Ja. Man kann sie nicht töten, hat er schon gesagt, zumindest auf diese Art und Weise. Genau. Er hat halt diese Bowler Gun wieder gezeigt und man kann halt sein eigenes Blut nehmen und das damit verbinden. Braucht man so Blutpäckchen, also man kann nicht einfach so, so, man muss halt sein eigenes Blut zapfen sozusagen und Blutpakete mitnehmen und damit kann man sie lähmen, also dafür kann man dafür sorgen, dass sie an Ort und Stelle bleiben, selbst wenn sie einen hören. Genau. So. Ja, wenn die einen entdecken, dann kommen die sogenannten Hunter. Genau. Und das ist das, was passiert, dann breitet sich dieser schwarze Teer auf dem Boden aus, man wird ganz langsam und dann sieht man diese Hände auf dem Boden. Genau. Und die versuchen einen runterzuziehen. Auch hier war ganz spannend, er hat gesagt, da ist quasi, je mehr Gewicht du hast, desto mehr kannst du dich freikämpfen, weil du halt mehr Gewicht hast, um dich loszureißen sozusagen. Ach, okay. So, dann kannst du halt mehr Macht einsetzen, um dich loszureißen. Genau, aber meistens wird es schief gehen, meistens werden sie ihn runterziehen. Und er hat auch gesagt, es gibt auch Babygazer. So, also das ist so, also in dem Gameplay wurde er vor allem einen Babygazer entdeckt. Ach. So, und das sind dann diese Babyhände am Boden. So. Ah, okay. Genau, und dann kommt man sehr, und wenn die Hunter einen kriegen, wird man unter die Erde gezogen und wird zu einem sogenannten Catcher gebracht. Und das sind die Bosse. Das sind dann die Bosse des Spiels, genau. Und da hat man ja im Gameplay und dann halt diesen Bosskampf gesehen, wo man halt immer wieder so granatenmäßige Sachen auf diesen Boss geworfen hat, die halt ihm auch wirklich wehgetan haben. Und der Boss ist halt wie bekloppt durch die ganze Gegend gerannt, hat auch Gebäude zerstört. Teer ist halt immer auch höher gegangen, wie so ein richtiges Meer aus Teer. Du musst halt wirklich auf irgendwelche Busse raufklettern, auf irgendwelche Trümmer raufklettern, um irgendwie dich etwas schneller bewegen zu können oder einfach um auf den schießen zu können. Ja. Und dann kam das Feature, wo wir noch gerade waren mit dem Multiplayer. Während des Bosskampfes kann man auch um Hilfe rufen. Jetzt kann man natürlich denken, so, naja, wenn ich um Hilfe rufe, dann kommt irgendein Spieler und hilft mir halt in diesem Kampf. Nicht ganz. Sondern es ist eher so, wenn man halt um Hilfe ruft, dass halt andere Spieler, wenn sie gerade in deiner Nähe sind, wo du diesen Bosskampf gerade bestreitest, hören deine Stimme und können dann in diese Richtung gehen und können dir Items zuwerfen. Ja. Können ihre eigenen Sachen, die sie halt vielleicht gerade dabei haben, nutzen und können sie dir halt hinwerfen. Ja. Tauchen bei dir nur so als verschwommene Gestalt irgendwie auf, so als Lichtgestalt, glaube ich, war es, am Rande des Bosskampfes, wie sie halt irgendwas zuwerfen. Und dann kriegst du halt Materialien.
das kann jetzt was Nützliches sein, es kann auch irgendein Scheiß sein in irgendeiner Form. Also die entscheiden, was sie dir zuwerfen. Genau. So, genau, und das ist halt auch wieder spannend, so ob Spieler dann wirklich sagen, ihr braucht gerade jemand Hilfe, ich werfe dem jetzt mein Supply zu. Genau, ich werfe dir jetzt meine Granaten zu, die eigentlich sonst mir den Arsch retten würden. Und du musst versichern, dass ich dann jetzt gleich runtergesaugt werde, dann habe ich nichts mehr. So, und, ja, und dann können die einem halt helfen. Und hier ist es halt auch so, auch da wieder, es muss halt alles mit deinem eigenen Blut versehen werden. Genau. Und sogar, also man kann sich halt mit, also generell scheinen Körperflüssigkeiten und Sachen vom Körper sehr wichtig zu sein. Ja. Also, ich habe zum Beispiel gesagt, also auch der Dreck, du kannst den Dreck, den du beim Duschen abspülst, den kannst du auch mitnehmen, also so Wastewater, und damit kannst du ihn halt lähmen, damit kannst du ihn langsamer machen und lähmen. Aha. So, und dein Blut macht halt Schaden und so weiter, also offenbar ist es sogar wichtig, wenn du dreckig wirst und dich duscht, was man machen sollte, weil sonst das Stunny mal schneller leer wird, sollte man dieses Wasser in einem Behälter aufsammeln, damit man damit Lähmwaffen bauen kann. Fuck, okay. So, ja, und genau. Und hier kommt jetzt was, wo da stand mir halt durch der Mund offen. Mhm. So, wenn man diese Catcher besiegt, dann wird halt dieses Gebiet befreit. Dann ist da kein Regen mehr sozusagen. Genau, keine Betis. Ich denke mal, er wird irgendwann wiederkommen, weil sonst ist die Welt relativ schnell leer. Ja? Ja, na, vielleicht ist da wirklich bei diesen Gebieten so, das ist wirklich nur für jeden einzelnen Spieler für sich. Genau. Und jetzt aber, jetzt kommen wir wieder zu dieser Shared World, so. Besiegen die Catcher einen, aber das hat ja Kojima schon gesagt, es gibt keinen definitiven Tod in diesem Spiel, dann stirbt man nicht, sondern kommt in dieses Unterwasser-Level, was wir schon mal gesehen haben, und muss da sein Zeug wieder einsammeln. Und es gibt ein Boil-Out, das heißt eine Explosion. Weil es wurde ja im Trailer immer wieder, es gab Explosionen, man sieht überall diese Krater, die entstehen, wenn der Spielercharakter gegen so einen Boss stirbt. Oder so einen Catcher. So. Ja. Dann explodiert es und dann wird das Gebiet gesprengt. Wahrscheinlich, muss man immer denken, in einer geteilten Welt. Ja. Das heißt, wenn du in so einem Stadtgebiet kämpfst, kann es sein, dass du eine Stadt in die Luft jagst. Ja. So. Ja, und dann müssen alle Spieler damit klarkommen, dass auf einmal diese Stadt halt komplett zertrümmert ist. Was ich mir aber auch wieder sehr lustig vorstelle, wenn du halt dann auch wieder 6 Monate später dann so auftauchst, holy fuck, what happened? Ja, ich meine, die werden schon dafür sorgen, man wird ja dahin transportiert, dass jetzt nicht Hauptstädte gesprengt werden. Also, aber so kleine Randgebiete oder so, die können halt einfach vom Erdboden verschluckt werden. Weil du gegen den Boss verloren hast. Ja, ich habe sogar von dem fängst dieses Spiel an. Ja, also, alle Quartiere der Menschheit sind vernichtet. Ah, wir haben eine Autobahn, die du mich zum Ende des Spiels bringt. Fun. Ja. Ja, und dann wieder Spieler, die bewusst sich auf der Autobahn sprengen lassen, um die Autobahn wieder in die Luft zu jagen. Weil sie sich auf die Terroristenseite stellen. Ja, und das fand ich schon sehr spannend. Also, das, weil wir, was ist die Konsequenz für Tod sozusagen? Ja. Die Konsequenz ist, dass du eine Kraterexplosion auslöst, sozusagen. Und das ist, wie gesagt, das ist halt dieser Punkt, wo ich denke, diese Info hätte ich schon noch gerne. Ja. Wie viele Spieler beeinflussen eine Welt, beeinflussen alle eine Welt? Weil ich glaube, das würde schief. Das geht nicht. Also es muss irgendeine Art Server geben mit einem Maximum, was die Spieler haben. Das ist sowieso, ich glaube, die Spielerfahrung, die jeder hat, wird so anders sein. Ja. Je nachdem, wie sozial die anderen Spieler auf diesem Server sind, je nachdem, wie die Welt beeinflusst wird, es kann super easy werden, es kann super hart werden, weil einfach überall plötzlich nur Krater sind und nichts mehr existiert. Wie gesagt, kann super gut gehen, kann auch total schief gehen. Richtig. Ja, also das muss man generell sagen. Es ist halt wirklich so ein Experiment von Kojima, kann man wirklich sagen, zu schauen, wie gut eigentlich das alles so ankommt, dieses Sozialexperiment noch dazu, wie stark unterstützen sich die Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wieder sowas Ähnliches gibt wie bei Metal Gear Solid 5 mit diesem Spezialende. Oder Teil 4, weiß ich mal, Teil 5. Wenn alle ihre Atomwaffen abgeschafft hätten, dann wäre es ein spezielles Ende irgendwie gekommen, was nie aufgetaucht ist so richtig. Und vielleicht ist auch hier wieder sowas. Wenn alle Spieler irgendwie gemeinsam ein Giga-Projekt irgendwie gemeinsam bauen, dass dann vielleicht auch irgendwas Spezielles passiert. Ich rechne auf jeden Fall mit, dass die Auflösung irgendwie sowas sein wird, von wegen all diese anderen Sams gibt es wirklich in anderen Ebenen der Welt. Und die anderen Welten und so weiter. So, damit rechne ich sehr fest. So. Was wäre, wenn du stirbst und in diese Unterwasserwelt gezogen wirst? Ne? Kommst du zum Leuchtturm. Das auch. Und dieser Leuchtturm aber bringt dich in eine andere Welt. Du bist zwar, was dein Spiel, dein Fortschritt und so weiter angeht, immer noch an derselben Stelle. Ja. Aber du bist nicht mehr in der Welt, wo du zuerst gekämpft hast, sondern du bist jetzt in einer anderen Welt.
was ist, wenn du halt wirklich sozusagen deine Charaktere jetzt, wenn du stirbst, auf einen anderen Server gebracht wird? Ja, das ist, wie gesagt, ich glaube es halt nicht, weil er ja so betont hat, dass man gemeinsam, dass man die Welt mitgestaltet sozusagen und eben auch für sich. Und Amal hat zum Beispiel auch bei dem Bewegen durch die Welt gesagt, dass wenn ein Weg, so ein Grasweg oder durch die Berge oft benutzt wird, dass da halt ein Trampelpfad ist. Ja, ja, genau. Sodass man sich leichter fortbewegen kann. Ja. So, und ja, dann können halt Spieler auch mal sagen, hey, hier bauen wir jetzt eine Straße drauf, um hier durchzukommen. Es würde mich nicht wundern, wenn du vielleicht sogar das Bergplateau beeinflussen kannst und so später noch. Ja. Würde mich nicht wundern. Baust den Tunnel so und so weiter. Ja, naja, und jedenfalls, wenn man diese Catcher besiegt, dann ist der Regen erstmal weg und man kriegt ganz viele von diesen Kristallen. Genau. Halt. Und ja, also von daher, das, mich hat es halt auch beruhigt, weil der Hauptfokus ist schon das Traversal. Das finde ich halt einfach alles ultra spannend, kann wie gesagt funktionieren oder nicht. Aber es gibt ja auch das Stealth und es gibt auch die Kämpfe und so weiter. Die sind halt nicht der Fokus, aber es gibt sie. Ja. So, und ich glaube, auch da kann sich halt jeder so ein bisschen gestalten, wie er will. Wenn halt jemand sagt, ey, ich will jetzt all diese Catcher platt machen, dann ja, stürzt er sich halt in ein Regengebiet nach dem anderen und lässt sich fangen, sozusagen. Ja, und wenn, man kann aber auch so schwer sagen, oh, ich will mit dem bloß nichts zu tun haben. Ich versuche möglichst irgendwie drumherum zu kommen um alles. Da muss man halt Umwege gehen, weil vielleicht ist nicht der schnellste Weg ist. Und er hat aber auch schon gesagt, manchmal wird man gezwungen sein. Ja, ja. So. Also, ja, es wird viele Optionale geben, aber mit zwei, dreien wird er einen definitiv konfrontieren. Ja, wahrscheinlich auch mit der Story verbunden und sonst irgendwas machen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, auch da muss man mal sagen, Kudos an Sony. Ich meine, die wissen, es ist Kojima, die wissen, seine Spiele verkaufen sich. Aber sie haben hier trotzdem, sie haben ein AAA-Sozialexperiment finanziert, im Prinzip. Ja. Ja. Wenn man es genau nimmt, ja. Ja, denn, kann man ja auch nochmal ganz kurz sagen, zur Technik und so weiter, das Spiel sieht sehr, sehr hübsch aus. Ja. So. Ich finde ja nach wie vor nicht, dass es so bahnbrechend aussieht, wie alle sagen. Ja, es ist, ich muss aber sagen, ich finde diese Landschaften einfach unglaublich schön, was wir jetzt so zeigen. Ja, das stimmt. Also so von den, ja, weil von den Charakteren und so weiter her finde ich, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, es sieht nicht so videospielmäßig aus, sondern es sieht halt sehr, auch dadurch, dass es Schauspiel ist, so sehr echt aus. Es ist ein sehr natürlicher Look, finde ich. Und ich glaube, dadurch denkt man nicht so, so wie ich zum Beispiel, ja, also gut, aber auch mit, ne, muss man sagen, The Last of Us ist ein Sonderfall, weil kleinere Gebiete und Naughty Dog. Ja. So, ja, aber sowas hatte ich halt, weil alles, boah, das sieht so bahnbrechend krass aus. Ich dachte so, ja. Ja, sieht gut aus. Ja, also, ja, aber trotzdem muss man sagen, die Gesichtsanimationen, die gestigen Mimiken sind grandios, weil gesagt, es sind echte Schauspieler, die es alles gemacht haben. Dann die Umgebungsgrafiken, finde ich, sind wunderschön aus und du hast so tolle Landschaftssachen. Ich hoffe, man kann auch eine Fotokamera sich craften und dann Bilder sozusagen davon machen. Das wäre so geil, wenn du einen Selfie-Modus craften natürlich, so den Photoshop. Mich würde es nicht wundern. Photoshop-Modus, Fotomodus. Naja, du musst erst die Kamera dir machen und dann musst du noch Photoshop dir craften. Ich baue mir die Welt jetzt so, wie ich sie will. Genau. Zwischen diesen Bergen geht ein Pfad lang. Oh. Warte einfach noch 5 Stunden, dann ist dein Pfad. Ja, also jetzt von der Grafik und Gestik, bin ich eigentlich total zufrieden. Ja. Das sieht schon cool aus. Ich bin halt sehr gespannt drauf, wenn man auf andere Biome trifft. Also wir sind in der USA, also zumindest irgendwelche Präriegegenden müsste es ja in irgendeiner Form eigentlich geben. Also ich glaube halt, dadurch, dass er, ja, hat sich ja entschieden, dass das jetzt nicht gerade sehr USA-typisch ist, das, was man bisher so gesehen hat. Ich glaube, es wird schon relativ gleich sein, weil es ja auch immer so die Möglichkeit zum Gestalten geben soll. Mhm. So, aber ja, ein bisschen, also hat er auf jeden Fall schon gesehen, dass es diese ganz zerstörten Gebiete gibt mit den Ruinen und so weiter. Also es wird schon ein bisschen was geben an Abwechslung. Aber allein das finde ich so cool, dass man die ganze Zeit dachte, warum ist diese Welt so leer? Die sieht halt ultra leer aus und jetzt weiß man, was das Gameplay ist und denkt, ah, deshalb ist diese Welt so leer. Es ergibt, erstmals ist, dass eine Welt leer ist, nicht Faulheit, sondern es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn, so. Ja, und ja, man muss eben auch sagen, so von der Inszenierung und so weiter her, es ist halt Kojima, dass wenn du diese große Stadt erreichst oder da hin willst, dass du halt da runterläufst und dann halt einfach einen Song anfängst zu spielen und dich begleitet, bis du angekommen bist sozusagen. Wo er auch gesagt hat, der spielt auch nur so lange, bis du da bist. Also wenn du mit dem Motorrad da ankommst und einfach den Berg runterbraust, dann kriegst du halt den Song nicht mit. So, ist dann halt so. Ja, also es wird halt, mich persönlich als Kojima-Fan freut es aber, dass es wieder so dieses bisschen
melodramatisch, bisschen kitschig, ja, bisschen over-the-top-Inszenierung. Ja, das ist ja schon mit den Charakteren, die man kennt, ist das ja schon wieder so, ja, okay, Kojima, ja, hey. Ja. Ja, es ist irgendwie so, weiß ich nicht, es ist so, kann ich auch nicht erklären, aber so, weißt du, ich höre, dass es Die Hard, Hardman und Die Hard, Die Man, Deadman. Deadman. Deadman und Die Hardman gibt und ich sitze, ja, natürlich gibt es die. Logisch. Warum nicht? Und die Mama heißt Mama. Ja, why not? So, ja, das ist so, aber es wird wahrscheinlich alles wieder sehr viel tiefgründiger werden, als es sich von den Charakteren her nach klingt. Ich meine, eine der wichtigsten Figuren in der Metal Gear Solid Reihe heißt Big Boss. So. Und ist quasi die wichtigste Figur, ja, in dieser Reihe. Ja, genau, und dann hat es natürlich auch wieder jede Menge Quatsch, das Ganze. Es ist Kojima und er schafft es irgendwie immer wieder, diesen ganzen Blödsinn mit einer ernsthaften Story zu verbinden. Ja. Obwohl in der auch Blödsinn vorkommt. So, ja, sei es das Pilze pinkeln und da wird sicherlich noch sehr viel mehr sein. Ja. Ja, aber eben, wie gesagt, ich habe mir das nicht angeguckt, weil den Blödsinn will ich selber rausfinden, aber allein sie haben eine Viertelstunde gezeigt, was für dummes Zeug du alles in dem Zimmer in dieser Base von Sam machen kannst. So, wie gesagt, finden auch manche total doof und sagen, das finden sie albern. Ich finde es halt lustig, dass wenn du ihm auf den Schritt filmst, so oft, dass er dir dann ins Gesicht schlägt und ja, die Kamera schlägt. Ja. So. Ja, das ist halt der Kojima-Humor, kann man mögen, muss man nicht. So. Und was mir halt während dieser Präsentation aufgefallen ist, es ist wirklich Produktplatzierung, das Spiel. So, also weil sowieso, er hat denn, ich nenne jetzt keine Marken, damit es nicht Werbung ist, aber er hat benannt, was für ein Energy Drink das ist, dass es eine Kooperation ist, was für eine Sonnenbrille das ist, weil sie eine Kooperation haben. Und ich glaube, es ist keine Produktplatzierung, von daher so. Ja, sie lassen halt auch in dem Moment, wo Norman Reedus aufs Motorrad steigt, natürlich ein Shoutout an Walking Dead raus, weil er da ja auch so legendär auf seinem Motorrad rumgebraust ist wohl. Ja. So, also, ja, und da gab es halt, also ich glaube, er hat 4-5 Sachen gesagt, das ist eine Kooperation mit denen, das ist eine Kooperation mit denen. Und dann haben wir so, ja, okay, das ist wohl Produktplatzierung, das Spiel. Ja klar, wenn, weißt du, wir gestalten die Welt, weißt du, wir als Spieler, wir können auch McDonald's denn da reinbauen oder so. Wie lustig wäre es denn, wenn halt in einer kürzester Zeit diese Welt wirklich so aussieht wie Realität. Ja. Wenn da wirklich denn das echte New York steht und das echte Washington und so weiter. Also es ist wirklich, als wenn das klappen würde, dass da Spieler sich zusammentun und gemeinsam eine Stadt bauen, das fände ich schon sehr geil. Das wäre cool, ja. So. Ja, das wird Death Stranding. Das wird Death Stranding. Ja, wie gesagt, also diese ganze Sache jetzt auch neu, jetzt wusste ich es noch gar nicht, wusste, hört sich als mega cool an. Da bin ich sofort dabei und möchte das alles testen und ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, immer noch nur diese Sorge mit dem Gameplay. Dass wir halt am Anfang, würde es das doch total Spaß machen, unser Gepäck da alles ganz genau zu machen und dann loszugehen, unsere eigene Route zu planen. Das wird die ersten 5 Stunden auf jeden Fall mega Laune machen. Würde es aber auch nach 30 Stunden immer noch so Laune machen, das, wenn wir halt in der großen Stadt sind und jetzt so denken so, jetzt sollen wir da hinlaufen, okay, jetzt müssen wir wieder das da hinpacken, das kommt da, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin, aha, haben wir alles, jetzt haben wir irgendwas vergessen, müssen nochmal zurücklaufen, das wird mir so oft passieren. Also ich muss sagen, es war wirklich, das war meine Sorge ab dem Moment, wo man Gameplay gesehen hat und ist es auch immer noch so, aber ich finde halt wirklich, es muss alleine gelobt werden, weil wir haben jetzt Spiele, wo halt 95% aller Spieler haben einen Kampffokus. Hm. So, und dass er halt sagt, nö, mein Fokus ist Reisen. Ja. So, weil er selber auch ganz gern reist, habe ich gehört. So, ich glaube ja teilweise Wochen, wo man nur Kojima in Paris, Kojima da, Kojima bei dem Entwickler. Naja, wenn du hörst, ne, alle möglichen Kooperationen, der muss ja auch die Leute an Bord holen. Ja, also ich habe auch meine Sorge, dass es sich abnutzen könnte, aber wie gesagt, alleine für dieses Experiment und rauszufinden, auch nachdem wir es durchhaben, noch rauszufinden, was Leute noch alles entdeckt haben und was irgendwo eingebaut wurde. Das wäre wirklich so ein Spiel, selbst wenn wir es durchgespielt haben, einfach nach einem halben Jahr einfach einmal so einen Stream machen, wo wir uns einfach mal die Welt angucken. Ja. Einfach zu gucken, was haben die Leute mittlerweile gebaut in unserer Welt eigentlich. Und dann wirklich dann so, wenn da wirklich dann so eine Autobahn wäre, die von Anfang bis zum Ende der Welt führt, wäre so geil. Wäre so, ja gut, dann fahren wir einfach mal hin, mal sehen, was passiert. Ja. Und ja. Mal sehen. Es sind, wie gesagt, immer noch viele Fragezeichen offen. Wie gesagt, das ganze Zeitreise-Ding mit den anderen Dimensionen, mit dem Weltkrieg und so weiter. Wie passt das mit rein? Mit den Zombie-Soldaten da irgendwie? Was hat es mit dem Typen eigentlich auf sich? Wie gesagt, mit den Terroristen? Was ist eigentlich deren Ziel?
Wer weiß, vielleicht am Ende ist es dann halt so, dass die ersten Terroristen zwar KI-Leute sind, aber vielleicht sind später andere Spieler, die diese Terroristen sind, ja, weil sie dann halt sich doch eine Seite stellen können oder irgendwie sowas. Achso, vielleicht noch wichtig, das habe ich vergessen zu sagen wollen, es war ja die große Frage, braucht man PS Plus für den Multiplayer? Braucht man nicht, wurde mittlerweile offen bestätigt. Aber das ist einfach nur Internet genug. Genau, man braucht kein PS Plus, um den Multiplayer von diesem Spiel zu spielen. Wäre auch doof gewesen. Ja. Muss man sagen. Das heißt, sie haben sich offiziell bestätigt, aber es wurde eine Packung des Spiels abfotografiert und da stand drauf, no PS Plus required. Ah, okay. So. Ja, es wäre auch ein bisschen doof gewesen, wenn sie alle zwingen, das PS Plus Ding zu holen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist halt wirklich so, so bitter es auch ist, ich hätte es gemacht dafür. Natürlich. Ich hätte für die Spanne dieses Spiels natürlich gemacht. Weil, wo wir bei einem Dark Souls sozusagen, nee, gar keine, keine anderen Menschen. Nee. Andere Menschen sind schlecht. Wir müssen alles alleine machen. Ich, so, ich will auch einfach wissen, wie du schon sagst, wie ich selber ticke. Ja. So, wenn da jemand nach Hilfe fragt und wir haben gerade selber wenig Ressourcen, ob wir dann sagen, ich gebe dem die jetzt, oder wir sagen, ja, komm selber klar. Geh weg. So, ey, du, ich höre Stimmen. Nein. Doch, da sind Stimmen. Nein. Mein Headset muss kaputt sein. Ich höre keine Stimmen. Nein, da ruft keiner um Hilfe. Doch, er ist direkt neben dir. Ja. Ja, das wird sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, man kann das Spiel, wenn man möchte, auch komplett alleine durchspielen in einer unbearbeiteten Welt und sich halt komplett selber da durchboxen und durchsurviven. Es war nämlich auch, sie hat nämlich, die Moderatorin da hat nämlich nach dem Bosskampf gefragt, hättest du das jetzt schaffen können, ohne dass dir jemand hilft? Oder nee, du hättest das nicht schaffen können, wenn dir keiner hilft, oder? Da hat er gesagt, that's not the case. Also man kann auch alles alleine schaffen. Ja. Und es gibt ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und er hat halt zum Beispiel gesagt, auf dem leichtesten davon, für Leute, die einfach nur die Geschichte erleben wollen, konnte auch seine Assistentin sozusagen, die keine Videospiele spielt, hat es geschafft, das Spiel durchzuspielen. Ja. Auf dem super leichten Schwierigkeitsgrad. Ah, das wird lustig werden, weil wir werden es wahrscheinlich livestreamen, ne? Ja. Und dann mit der Community, welchen Schwierigkeitsgrad? Naja, also hart mindestens halt, ja, ne? Das wird mindestens hart werden. Das wird hart. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, auf hart wird's hart. Ja. Okay. Ja, jetzt am Ende natürlich nochmal. Wie gehypt bist du? Sehr. Wirklich? Ja. Merkt man gar nicht. Sehr, sehr gehypt. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch gehypt. Ich habe noch die Sorge um den Gameplay, aber ich denke, wir werden einfach, und wenn es wirklich so vom Gameplay so ein bisschen öde ist, wir werden uns selber daraus was Schönes machen. Ja. Und wenn wir einfach dann irgendwann sagen, so, ey, komm, wir schnappen uns jetzt das Motorrad und reißen wirklich einfach nur die Storypunkte ab, ja, einfach nur um diese Story zu erleben, weil da, so ich, neben dem coolen Gameplay bin ich damit am meisten drauf gespannt, wie, ja, wie krass diese Geschichte eigentlich sein wird, die Kojima sich da ausdenkt. Ja. Übrigens, wir nehmen den Podcast ein bisschen im Voraus auf. Wir nehmen das ja am 17.10. auf. Deswegen ist vielleicht nicht alles top aktuell, weil jetzt im Moment viele Interviews gemacht wurden. Ja. Unter anderem Rocket Beans hat er eins gemacht. Ja. Und so weiter. Aber wir haben jetzt halt gesagt, oder ich zumindest, ich will mir ab jetzt wirklich nichts mehr angucken. Ja. Also mehr Informationen als die, die ich zu dem Zeitpunkt jetzt habe, möchte ich nicht mehr haben. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir noch neue Trailer oder sowas angucke. Aber zum Beispiel Interviews möchte ich mir zum Beispiel nicht angucken, ja, weil Kojima neigt dazu, viel zu verraten. Ich, und da habe ich das Gefühl, wenn ich doch die ganzen Interviews mir anschauen würde, dann würde ich einfach viel zu viel wissen, ja, von dem weil, Spiel. Allein zu sagen, ich meine, gut, er hat gesagt, wenn ihr komplett ungespoilert rein wollt, guckt es euch nicht an. Aber allein, wie gesagt, diese Info, dass man Straßen und Städte bauen kann, ja, und so, die hätte ich halt, hätte mir das im Spiel rausgefunden, wäre halt auch krass gewesen. Ja. So. Holy shit, wir können eine Brücke bauen? Ja, das stimmt. Ja, oder allein, wie wir erst im Moment, hätten wir das nicht gewusst mit den anderen Spielern, ne? Mit, ja, dem Multiplayer-Kommentar. Wir starten das Spiel auf einmal, stellen so einen Turm rum und denken so, warum steht hier ein Turm rum? Ist ja komisch. Und warum läuft da AC/DC? Genau, genau. Oh Gott, AC/DC läuft da aus. Ja, das wird, wir müssen halt wirklich gucken, für alle, die uns auf Gaumen Gaming verfolgen, ja, wir kommen nicht zum Ende, aber es ist trotzdem, ja, wichtig. Es kann tatsächlich sein, dass wir die Streams auf YouTube entweder nur geschnitten, ja, oder gar nicht, also ja, wahrscheinlich eher geschnitten, ja, hochladen können, weil halt an diesen Stationen, die die Leute bauen, kann halt jeder seine Musik, die er auf der PlayStation 4 hat, einfach reinstellen, dann läuft die da halt. Ja. So, dann läuft da halt auch Copyright-Musik. Ja. Und ja. Doof, ne? Ich glaube, wie Sony den Deal mit der ganzen Musik, also... Ja, keine Ahnung. Copyright. Oder sie haben halt, ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, es ging ja, ich glaube, sowas ist halt nicht das Problem, weil zum Beispiel in GTA konntest du ja auch einfach, du konntest einfach deine Playlist im Radio laufen lassen. Ja, so. Gut, stimmt also, schon. Sowas scheint zu gehen. Aber auch GTA Online? Das weiß ich nicht.
Weil ein Singleplayer, gut, okay, aber das ist ja auch dann wirklich nur für dich. Aber wir reden ja hier wirklich von Musik, die du reinstellst, was andere Leute hören. Also es wäre mal wahrscheinlich, weil der Song wird ja quasi nicht in seiner normalen Variante gespielt, sondern halt so über Boxen sozusagen. Ach so. Wahrscheinlich, ja. Wer weiß. Ja, aber jedenfalls, wir freuen uns auf viele Copyright-Probleme. Ja. Mal sehen, wie das wird. Nun gut, schreibt gerne Kommentare, wie ihr das ganze Spiel findet. Sagt uns jetzt, wie ihr es findet. Wer spoilert, fliegt. Wie sehr ihr euch auf dieses Spiel freut, wollte ich eigentlich sagen. Denkt ihr, es wird total grandios und Kojima wird alles übertreffen, was er jemals gemacht hat? Oder sagt ihr, oh, das Gameplay sieht echt langweilig aus und was soll das eigentlich? Schreibt in die Kommentare, wie ihr es so findet. Ansonsten hört euch gerne noch die anderen Podcasts hier bei Graum Entertainment an. Unter anderem zum Beispiel den Vorfreude-Podcast von Death Stranding 1 von vor, weiß ich nicht, wie lange ist es her? 2 Monate. Länger her. Kurz nach der E3. Also 2 Monate. 2-3 Monate. Na, E3 war im... Ja, aber wir haben ihn ja später gemacht. Haben wir später. Ich weiß ehrlich gesagt... Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten halt. Und könnt ihr euch vergleichen, was wir jetzt so erzählen und wie unsere Meinung mittlerweile so ist. Und natürlich auch ganz viele andere wunderbare Podcasts. Ansonsten schaut gerne bei Graubin Gang vorbei, wenn ihr ein paar Let's Plays und Livestream-Aufzeichnungen euch anschauen wollt, wie zum Beispiel ein Let's Play vom Subnautica von Grauton oder Ram from the Ashes oder auch Travis Universe, was der Nika gerade spielt. Oder seid auch gerne mal live auf Twitch dabei, wie wir momentan zum Beispiel Code Wayne oder auch dann bei Witcher 3 noch vor Cyberpunk spielen. Ich habe jetzt, wo Outer Worlds kommt... Ja, In der Woche, wo ihr das seht, ist es schon rausgekommen. Ich habe letztens bei Discord reingeschrieben, ich glaube, ich muss einsehen, dass wir wirklich nur noch die Main Story durchspielen. Ich glaube, wenn wir die Add-ons noch spielen wollen, das wird nichts. Egal, ob das wird oder nicht. Wie gesagt, auf Twitch könnt ihr euch live davon überzeugen, wenn man tolle kleine Community sich über jedes neue Gesicht freut. Ja. Und dann würde ich sagen, habt alle noch einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wer das hier hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Und euer Gautron. Ciao.